Hallöchen Leute, willkommen zu Teil 1 meiner Alphabet Horror Make-up Challenge. Es ist ja gerade Halloween-Zeit und ich habe es mir zur Mission gemacht, zu jedem Buchstaben von dem Alphabet einen Horror Make-up-Look zu schminken. Heute sind die Buchstaben A bis M dran und in ein paar Tagen kommt dann Teil 2 mit den restlichen Buchstaben. Also auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und ich würde sagen, wir starten mit den Make-up-Looks. Ich hoffe, es wird nicht zu gruselig für euch. Willkommen zu Tag 1 meiner Alphabet Horror Make-up Challenge. Mein allererster Halloween-Look dieses Jahr. Wir starten natürlich mit dem Buchstaben A. Und ihr wolltet echt unbedingt, dass ich A wie Annabelle schminke. Also alle, die Angst vor Puppen haben, besser einfach weiter scrollen, falls ihr heute noch schlafen wollt. Könnt ihr euch noch erinnern, letztes Jahr an Halloween habe ich extra meine Augenbrauen abrasiert. Das waren verrückte Zeiten. Ich habe übrigens letztes Jahr auch schon Annabelle geschminkt. Ich will es aber diesmal ein bisschen anders machen. Die roten Bäckchen dürfen aber natürlich trotzdem nicht fehlen. Das Basis-Make-up ist jetzt mal fertig. Und jetzt dachte ich mir, ich mache solche Art Cracks da rein. Also so, als wäre Annabelle zerbrochen. Okay, aber irgendwie sieht das richtig echt aus, oder? Mir war es nämlich voll wichtig, dass der Look von diesem Jahr cooler wird als der vom letzten Jahr. Weil ich sehr viel geübt habe und ich mich natürlich auch verbessern möchte. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Perücke, Kontaktlinsen und Lashes und... Das hier ist der fertige Look. Ein Vergleichsbild von dem Look und dem vom letzten Jahr ist auf Instagram. Und wen werde ich wohl für den Buchstaben B schminken? Willkommen zu Tag 2 meiner Alphabet Horror Make-up Challenge. Heute ist der Buchstabe B dran und ich habe mir diesmal selbst einen Look ausgesucht. Falls ihr gerade denkt, Paula, das ist S und S fängt nicht mit B an, dann habt ihr vollkommen recht, aber ich verwende die Perücke heute für Beetlejuice. Das mit der Perücke habe ich bei Isabel so gesehen und bei ihr hat es richtig gut ausgesehen, deswegen dachte ich, ich mache es auch so. Heute ist übrigens auch Filmfreitag und ich habe mich gerade angekleckert. Deswegen dachte ich mir, Beetlejuice passt ganz gut, weil ich habe den Film noch nie gesehen. Und ich glaube, ich werde mir nach dem Make-up-Look gleich anschauen. Jetzt wollte ich eigentlich meine Perücke anmalen, aber irgendwie klappt das nicht so gut, wie ich es erwartet habe. Vielleicht mit grünem Haarspray vom letzten Jahr. Wünsch mir Glück. Man, ein bisschen besser. Okay, jetzt mache ich mir noch so ein bisschen Moos auf. Und ich habe im Garten einfach im Dreck gewühlt und habe so Moos rausgepflückt. Habt ihr schon mal Moos an eurem Hals geklebt? Irgendwie stinkt das. Ich gebe jetzt auch Kontaktlinsen rein, ziehe mein Kostüm an und das hier ist der fertige Look. Ein Bild dazu ist wie immer auf Instagram. Und wen schminke ich wohl für den Buchstaben C? Willkommen zu Tag 3 meiner Alphabet Horror Make-up Challenge. Heute ist der Buchstabe C dran. Und ich schminke heute einen Look zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Dem gruseligsten Kinderfilm, der jemals existiert hat. Coraline. Ich habe Coraline und die Mutter beide schon mal geschminkt. Deswegen will ich es heute mal ein bisschen anders machen. Ich bin, wie ihr sehen könnt, in zwei Hälften geteilt. Das heißt, ich werde auf der einen Seite Coraline schminken und auf der anderen Seite die andere Mutter. Also in meinem Kopf war das eine richtig coole Idee. Ich hoffe, es wird am Ende dann halbwegs cool aussehen. Ich glaube, das wird tatsächlich einer meiner schwersten Looks bis jetzt. Allein schon wegen diesen ganzen blöden Schattierungen. Können wir bitte kurz darüber reden, dass dieser Film anscheinend ab 6 Jahren ist? Ich bin 24 und kann den nicht mal alleine schauen, ohne dass ich Todesangst bekomme. Gesichts-Make-up ist, glaube ich, fertig. Jetzt mache ich noch den Hals. So, ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt um, gebe mir eine Kontaktlinse rein, ziehe meine Perücke auf, den Knopfauge drauf und das hier ist der fertige Look. Bilder dazu sind wie immer auf Instagram schon sehr gerne vorbei. Es war sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und was soll ich für den Buchstaben D schminken? Willkommen zu Tag 4 von Paulas Horror Alphabet Make-up Challenge. Heute ist der Buchstabe D dran. Starte direkt mit deiner Base und ich wünsche mir einen gruseligen Dracula. Du brauchst ein sehr helles Gesicht, eine super starke Kontur, du sollst nämlich so aussehen, als wärst du schon eins vor Verhungern, einen rot-schwarzen Smokey-Eye-Look, schwarze Augenbrauen, kräftig rote Lippen. Jetzt wird es Zeit für eine Wig-Cap, denn wir brauchen hier keine blonden Haare. Ich weiß, du hast eine schwarze Perücke, ich wünsche mir schwarze Haare. Ein Dracula braucht Blut. Damit das TikTok aber nicht sperrt, wünsche ich mir von dir, dass du zwei Blutspuren von deinem Mund mit roten Strasssteinen runterziehst. Zu guter Letzt dramatische Lashes, rote Kontaktlinsen und Vampirzähne. Vielleicht noch ein paar Accessoires wie ein Joker. Und das ist Paulas fertiger Look zum Buchstaben D. Was soll Paula für den Buchstaben E schminken? Willkommen zu Tag 5 meiner Alphabet Horror Make-up Challenge. Heute ist übrigens auch Filmfreitag. Deswegen müssen wir natürlich einen Look zu einem Horrorfilm schminken. Und es gibt keinen gruseligeren Horrorfilm als S. Deswegen auch gleich mal eine kleine Warnung an euch. Wenn ihr Angst habt vor Clowns und heute noch schlafen wollt, dann schaut euch dieses Video vielleicht nicht an. Sagt dann nicht, dass ich euch nicht gewarnt habe. Ich schminke heute nämlich Pennywise nicht normal, sondern extra gruselig. Wenn das überhaupt möglich ist. Also bis jetzt ist ja alles noch ganz okay. Erstmal diese Clownstriche, Nase und jetzt startet der ultra gruselige Teil. Und so male ich einen Mund auf. Genau gesagt seinen fletschenden Zähnemund. Das ist echt viel Arbeit. Oh mein Gott, es ist so gut geworden. Ich schmink mir noch schnell fertig, gehe mir Kontaktlinsen rein, ziehe mein Kostüm an und...
Das hier ist der fertige Look. Schaut euch sehr gerne das Foto dazu auf Instagram an, falls ihr euch traut. Und wen soll ich für den Buchstaben F schminken? Hi, hier ist Carina und willkommen zu Paulas Alphabet Horror Make-up Challenge. Und heute ist Buchstabe F dran. Male dein komplettes Gesicht und dein Dekolleté grün an. Deine Augen schminkst du in verschiedenen Grüntönen. Du darfst auch schwarz benutzen, um Tiefen zu setzen. Zieh dir am besten eine Cut Crease und einen dicken Eyeliner. Fette Lashes natürlich nicht vergessen. Aber jetzt kommen wir zum Highlight des Ganzen. Über deine rechte Gesichtshälfte und über deinen Hals ziehst du rote Linien, als wärst du aufgeschlitzt worden. Du darfst auch gerne etwas Kunstblut verwenden. Und dann malst du weiße Fäden über diese roten Linien, als wärst du wieder zugenäht worden. Die Lippen passend dazu werden blutig rot. Falls du grüne Kontaktlinsen hast, dann kannst du die gerne benutzen und eine passende Perücke. Zu guter Letzt kommen noch links und rechts von deinem Hals Schrauben. Und das ist der fertige Frankenstein-Look. Wie immer könnt ihr das Foto auf Instagram sehen. Willkommen zu Tag 7 meiner Alphabet-Horror-Make-up-Challenge. Heute ist Buchstabe G dran. Und wir machen etwas, das ich schon immer machen wollte. Und zwar verwandle ich mich heute in einen Geist. Aber ich schminke jetzt keinen Geist-Look. Naja, zumindest nicht wirklich. Ich möchte nämlich diesen Geist-Leintuch-Trend machen. Also den hier, kennt ihr den? Aber ich will es so ein bisschen anders machen. Deswegen auch diese Schminke. Jetzt kommt das Leintuch drüber. Ich habe meine Augen markiert. Und da schneide ich jetzt tatsächlich solche Löcher rein. Mein armes Leintuch. Ich hoffe echt, das hat geklappt. Und jetzt muss ich noch zu einer coolen Location fahren. Oh yeah. Mein Papa war so lieb und hat mich abgeholt und wir sind zusammen zu einem See gefahren. Und ja, die anderen Leute, die dort waren, haben mich ziemlich blöd angeschaut. Dort haben wir dann echt coole Fotos an verschiedenen Locations gemacht, wie zum Beispiel dieser Steg hier. Und ich wollte dann doch auch so wie die anderen machen, deswegen habe ich noch eine Sonnenbrille aufgesetzt. Und die fertigen Fotos findet ihr auf Instagram. Potter, ich meine Paula. Ich hoffe, du bist bereit für den Buchstaben H deiner Horror-Alphabet-Make-up-Challenge. Ich bin June Creates und ich habe heute die Ehre, deinen Look zu bestimmen. Und ich will, dass du H wie Harry Potter machst. Aber natürlich mit einem kleinen Horror-Twist. Wie ich sehe, hast du schon deine Base und deine Augenbrauen gemacht. Die Augen und Lippen sollst du in den Farben von deinem Hogwarts-Haus gestalten. Apropos, lass uns zuerst mal schauen, ob du überhaupt Hogwarts-reif bist. Akio, goldener Schnatz. Wow, Prüfung bestanden. Wie wir alle wissen, wird das Spiel Quidditch nur dadurch beendet, wenn der Sucher den goldenen Schnatz gefangen hat. Aber was, wenn etwas schief geht? Um deinen Quidditch-Gone-Wrong-Look zu vollenden, darf natürlich ein bisschen Fake-Blut nicht fehlen. Genauso wie dein fertiges Kostüm und noch ein paar kleine Details. Und das ist der fertige Look. Wer Paulas Bild auf Instagram liked, kriegt 150 Punkte für sein Haus. Und was soll Paula Potter für den Buchstaben I schminken? Der heutige Look könnte echt ekelhaft werden. Willkommen zu Tag 9 meiner Alphabet-Horror-Make-up-Challenge. Und wir verwenden heute das hier. Ja. Heute ist nämlich der Buchstabe I dran. Und ich habe mir dafür Insekten ausgesucht. Und weil das noch nicht gruselig genug ist, schminke ich mich erstmal als Leiche. Also ich bin sozusagen unter der Erde im Grab. Und ich werde von den ganzen Insekten und Würmern zerfressen. Okay, ich glaube, das reicht. Und jetzt zu den Würmern. Ich würde sagen, wir machen einen hier und einen hier, okay? Und dran ist er. Wollt ihr mal was Lustiges sehen? Bisschen Kunstblut. Und ich werde jetzt noch ein paar Spinnen aufmalen, meine Ohrringe reingeben und das hier ist der fertige Look. Ein ekelhaftes Foto dazu ist auf Instagram. Und wen soll ich für den Buchstaben J schminken? Willkommen zu Tag 10 meiner Alphabet-Horror-Make-up-Challenge. Heute ist der Buchstabe J dran und wir schminken endlich einen Look, den ihr schon seit Jahren wünscht. Und zwar Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Dafür schminke ich natürlich seine Smoky Eyes. Hat sich Jack dann eigentlich jeden Tag neu geschminkt? Obwohl, er schminkt sich vermutlich nicht ab, oder? Ich habe mir extra so einen Bart gekauft, aber irgendwie ist er voll hässlich, oder? Ich glaube, ich male mir stattdessen einen auf. Ich hoffe mal, das sieht besser aus. Ist okay. Also irgendwie gefällt mir ein Bart an mir. Den hier muss ich aber dran kleben. Boah, das sieht kacke aus. Ich ziehe mich noch schnell um und das hier ist der fertige Look. Die Fotos sind richtig cool geworden. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Und wen soll ich für den Buchstaben K schminken? Heute ist Tag 11 meiner Alphabet-Horror-Make-up-Challenge. Und ihr werdet so geschockt sein, was ich heute machen werde. Es ist natürlich der Buchstabe K dran. Und wir schminken mal wieder Kim Possible. Aber es wird heute nicht nur geschminkt. Es wird noch etwas anderes gemacht an meinem Kopf hier. Ich bin deswegen ein bisschen aufgeregt. Jetzt noch die Kim Possible-Lippe. Und ich würde sagen, der Make-up-Look ist fertig. Aber irgendwas fehlt da noch, oder? Brauche ich nicht noch orangene Haare? Also ich glaube, Perücke wäre zu langweilig. Also ab zum Friseur! Ah, okay, also ich hatte schon länger vor, meine Haare orange zu färben. Ich hatte bislang immer zu viel Angst, aber heute wird es so richtig durchgezogen. Und dann wird es so ein richtig knalliges Orange.
Zuerst wurde mal alles auf den Ansatz aufgetragen und danach auf die restlichen Haare. Dann konnten wir das auch schon auswaschen. Ich wurde schön einschamponiert. Meine Spitzen wurden auch noch geschnitten und... Das hier ist der fertige Look. Wie geil ist es? Schaut euch unbedingt die Fotos dazu auf Instagram an. Und wen soll ich für die Buchstaben L schminken? Auf die Plätze, fertig, los! Heute ist Tag 12, Paulas Alphabet Horror Make-up Challenge. Wir sind schon bei den Buchstaben L und L steht natürlich für Luigi. Wer von euch Luigi nicht kennt, der hat anscheinend noch nie Mario Kart gespielt. Du, Paula, darfst deine komplett normale Make-up-Base machen. Allerdings möchte ich, dass du den Concealer und Bronzer mit einer Switch aufträgst. Verblenden darfst du das natürlich mit einem Sponge oder Pinsel, aber das Tool muss grün sein. Und solange Paula das verblendet, müsst ihr in die Kommentare schreiben, findet ihr Mario besser oder Luigi? Also ehrlich gesagt finde ich Luigi viel besser als Mario. Achtung, Paula, Bowser ist auf der Überholspur und überholt dich. Er wirft eine Banane und boom! Unfall, du bist auf der Banane ausgerutscht, liegst auf der Straße und Mario fährt über dein Gesicht. Jetzt, Paula, musst du dir schwarzen Bodypaint nehmen und es so malen, dass es wirklich so aussieht, als wäre Mario gerade über dein Gesicht gefahren. Luigi blutet außerdem noch aus der Nase und hat ein paar offene Stellen. Jetzt kleb dir bitte noch ein Schnurrbart an und zieh dein Kostüm an und das hier ist der fertige Look. Und ein mega wildes Bild gibt's natürlich jetzt auf Insta. Willkommen zu Tag 13 meiner Alphabet-Horror-Make-Up-Challenge. Heute ist der Buchstabe M dran. Und wir schminken dafür wieder mal einen Monster-High-Look. Ich habe mich heute für diese hübsche Dame hier entschieden. Sie ist grün, deswegen male ich mich grün an. Ihr wisst ja, ich habe noch nie Monster-High geschaut. Also weiß ich nicht mal, wie die heißt, die ich gerade schminke. Wenn ihr das zufällig wisst, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mir jetzt aber ganz fest vorgenommen, endlich die Filme anzuschauen. Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen für mich? Welcher Film ist der beste? Welchen soll ich als erstes anschauen? Ich male mir noch schnell die Klamotten auf, dann brauchen wir noch Perücke und Kontaktlinsen und... Das hier ist der fertige Look. Ah, voll cool geworden, oder? Ein noch cooleres Foto dazu ist wie immer auf Instagram. Und wen soll ich für die Buchstaben N schminken? So, das waren jetzt die Buchstaben A bis M. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Look euch am besten gefallen hat, beziehungsweise welcher am gruseligsten war. In ein paar Tagen kommt dann Teil 2 online und ich muss euch schon mal vorwarnen, ein paar von diesen Buchstaben werden ultra gruselig. Also nichts im Vergleich, was ihr gerade gesehen habt. Ich freue mich schon, wenn wir uns ganz bald wiedersehen und Happy Halloween!